Die zwei absoluten Top-Favoriten, zumindest wenn es um die Quote geht, treten an diesem Mittwoch an. Das eine ist Manchester City, der andere PSG, aber die Leipziger haben es eben mit diesem Manchester City zu tun. Außerdem sehen wir Beşiktaş Istanbul gegen Borussia Dortmund und einige andere Spiele. Bleibt dran! Oddspedia, the sports betting. Und mit dem fangen wir auch an. Beşiktaş hat Heimrecht gegen Borussia Dortmund. Die Dortmunder ja mit dem Wahnsinnsspiel am Wochenende. 1-0 im Rückstand, 2-1 im Rückstand, 3-2 im Rückstand, am Ende 4-3. Also das war schon ein richtig, richtig geiles Fußballspiel. Und das könnte doch jetzt auch genügend Auftrieb geben, um auch eine Champions League anzugreifen. Haaland in sensationeller Form mal wieder. Bei Beşiktaş muss man sehen, die sind krasser Außenseiter, aber eine Dortmunder Quote von 1,6 in einem Champions League-Spiel auswärts. Da denke ich mir auch schon wieder, wer hat denn da die Quoten gemacht? Ja, die haben halt auch irgendwie gesehen, dass Dortmund so vom ganzen Potenzial her schon eine Schippe draufgelegt hat und vor allem das, was man ihnen immer vorgeworfen hat, dass sie fehlende Mentalität haben, dass sie enge Spiele nicht gewinnen, und das haben sie jetzt gerade gegen Leverkusen eigentlich bewiesen, dass sie das können, auch vorher schon gegen Hoffenheim. Und ja, Dortmund scheint schon auf einem guten Weg zu sein. Jetzt müssen sie es halt wieder mal zeigen. In der Champions League haben sie ja dann auch, ja, gegen solche Gegner, wo sie eigentlich besser sein müssten, sich oft schwer getan. Und Beşiktaş wird natürlich hier alles dran setzen, hier zu Hause mit den Fans im Rücken und den verrückten Zuschauern, die ja wirklich für diesen Verein leben, hier zu kämpfen. Ob das reicht gegen Dortmund, könnte reichen, wenn Dortmund halt irgendwie wieder ein bisschen zerfahren ist. Immerhin kassieren die sack viele Gegentore, das habe ich ja schon im Bundesliga-Video gesagt, vor dem Leverkusen-Spiel, haben sie ja in jedem Spiel vorher schon 2 Gegentore kassiert, jetzt haben sie wieder 3 Gegentore kassiert. Also, wenn man darauf wetten will, über 2,5 Tore gibt hier eine Quote von 1,55 oder so. Das ist auf jeden Fall auch was, was man im Hinterkopf haben könnte. 1,6 sogar. Beide treffen, die Dortmunder lassen die Gegner, die laden die ja geradezu ein zum Tore schießen. Und dass hier eine Trendwende passiert, gerade auswärts in der Türkei, ja. Natürlich fies. Also ich denke auch, wenn Dortmund das Spiel gewinnen sollte, dann wahrscheinlich durch Angriffsfußball, und dann werden sie jetzt nicht auf einmal anfangen, 1-0 über die Zeit zu retten, kann ich mir nicht vorstellen. Die über 2,5 gibt eine 1,6er-Quote, da finde ich sogar die, wenn du sagst, es fallen so oder so 3 Tore, dann würde ich eher sogar den Verdoppler nehmen, also quasi über 3 Tore, dann hast du bei 4 eben fast den Einsatz verdoppelt. Macht für mich tatsächlich mehr Sinn, aber noch mehr Sinn macht es zumindest bei 1x2 einfach die Finger wegzulassen, weil, ja, ich glaube, wie schon gesagt, also letztes Jahr haben sie ja gegen Rom schwach ausgesehen, gegen Genk war das dann auch so halbwegs. Muss man mal gucken, was passiert. Im nächsten Spiel. Ja, beide treffen halt, ja, eine Option, wenn es diese Wette gibt. Eine einigermaßen bessere Quote, zumindest als diese über 3 Tore. Mhm. Sonst die über 3 würde ich auch nehmen. Ja. Beide treffen gibt es tatsächlich auch in diesem Spiel. Und die ist mit 1,7 ganz gut. Ich habe ja auch nochmal geschaut. Die Quote für Champions League Dortmund 35, Beşiktaş. Knapp das Zehnfache davon. Werden es wahrscheinlich beide nicht, aber wer es garantiert nicht wird, das sehen wir im nächsten Spiel, denn da spielt der Sheriff gegen... Das sagst du jetzt so locker, oder? Dass Sheriff Tripasol mir nichts reißt, oder was? Da bin ich mir relativ sicher, aber ich muss auch sagen, das ist für mich die große Unbekannte. Haben jetzt mal hier eine Fünferquote. Wir schauen auch hier, werden mit 1500... ja, ganz ordentlich entlohnt, wenn man auf die einen Euro mal setzen möchte. Vielleicht du, warum nicht? Aber hast du eine Idee zu dem Spiel? Weil ich würde ja hier sagen, wir haben letztes Jahr mit Donetsk sehr gute Tipps eigentlich abgeliefert und auch wirklich einiges gewonnen. Also ich erinnere mich an die Spiele gegen Bergamo. Ich glaube sogar Asian Handicap gegen Madrid ist bei uns ins Ziel gelaufen. Und eigentlich von der Erfahrung vom Team müsste doch die 1,8 Value haben, oder?
Ja, brutal Value. Ich meine, sind wir uns ehrlich, Sheriff Tripasol oder ehrlich gesagt Tiraspol, wenn du weißt, aus welchem Land die kommen, dann hast du schon mal 100 Punkte, weil das, glaube ich, weiß der Custodian zum Beispiel nicht. Und Schachtja Donetsk, ja, die sind halt Stammgast in der Champions League und da einfach hoher Favorit hier. Und deswegen ein Sieg von Schachtja hier, ja, den muss man bei der Quote eigentlich mitnehmen, ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist die Hauptstadt von Transsilvanien, oder? Nee. Transsilvanien ist ja auch seit abhängig von Rumänien, aber Transnistrien. Irgendwo in der Gegend wird es schon sein. Ja, habe ich jetzt. Aber es ist auch ein Land, wo wahrscheinlich kaum 1% unserer Zuschauer jemals war. Ich war dann noch nie und habe es jetzt auch in der nächsten Zeit noch nicht vor. Also Lissabon ist schon ganz schön. Atletico, also beziehungsweise Madrid ist auch sehr schön, Porto ist auch sehr schön. Das sind zwei Städte, wo ich zum Beispiel schon mal 24 Stunden verbracht habe. Nicht wirklich privat leider, aber die Quoten bei diesen beiden Teams sind mit 1,6 deutlich auf Atletico. Porto sollte man aber in der Champions League eigentlich nie unterschätzen und auch wenn ich das jetzt tatsächlich nicht anspielen würde, muss ich sagen, dass ich Porto schon stärker halte, aber reiner Atletico-Sieg macht doch hier keinen Sinn, oder? Nee, das leider nicht, aber stärker auf keinen Fall. Ich meine, die Quoten sind halt so, wie sie sind und spiegeln schon noch ein bisschen die Realität wider. Ist hier der spanische Meister durchgesetzt gegen Real Madrid und Barcelona, auch wenn die ein bisschen geschwächelt haben. Also Atletico spielt seit Jahren einfach ja super ihren Style runter und mit Diego Simeone natürlich auch ihren Coach, der sie immer wieder aufs Neue motivieren kann, was auch keine Selbstverständlichkeit ist auf dem Niveau, dass einer halt so lange so gute Arbeit leistet. Und dann hast halt auf der anderen Seite Porto, die von der ganzen Qualität dem ein bisschen natürlich nachstehen. Deswegen ja, kann Porto natürlich an einem guten Tag einen Punkt holen und so weiter. Und man könnte natürlich auch drauf setzen, aber das ja. Würde ich nicht. Aber die Quote Atletico ist mir auch zu niedrig. Madrid mit ihrem Rückkehrer Griezmann natürlich auch in der Offensive sehr, sehr stark besetzt. Auf der anderen Seite hat Porto aber auch letzte Saison gegen Man City gut ausgesehen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich viel vorstellen kann, aber keine Wette. Wir hatten vorhin Man City als zweiter Top-Favorit auf den Champions League-Sieg mit einer Quote von 4,7. Die Quote wird nur noch von einem Team unterboten und das ist Paris mit 4,33. Werden sie bei den Buchmachern als der absolute Top-Favorit gehandelt. Das dritte Team ist dann schon mit einer Achterquote der FC Bayern München. Paris, letztes Jahr schon stark gewesen. Aus meiner Sicht werden sie mit Tuchel besser dagestanden am Ende der Saison. Sowohl in der Meisterschaft als auch in der Champions League, haben ihn aber gehen lassen oder besser gesagt gefeuert. Und jetzt aber mit Messi, was passiert da? Ja, Wahnsinn. Also da freut man sich schon drauf. Neymar, Messi, Mbappé in einer Reihe, das ist halt wow, einfach nur das Beste, was der Fußball so hergibt. Auf der anderen Seite, klar, sind die nicht unschlagbar und am Ende gewinnen defensiv die Champions League oder Thomas Tuchel. Und das ist halt der Punkt. Als Top-Favorit würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sehen, weil am Ende haben sie auch ohne Messi letztes Jahr nicht mal die französische Meisterschaft gewonnen. Check. Nicht mal in Frankreich Meister wird. Du willst da die Champions League gewinnen. Hallo Frankreich. Da spielst du gegen Franzosen hauptsächlich. Und naja, also das ist halt ja ein Armutszeugnis. Und ja, dann hast du halt irgendwie schon nach einer Woche wieder Stress, weil der eine irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und dann brauchst du halt einen Löwendompteur als Trainer. Und ich weiß nicht, ob der bei Paris das so im Kreuz hat. Letztes Jahr hat er es ja nicht mal gehabt. Und jetzt kommt noch Messi dazu, der GOAT. Und ja, man freut sich natürlich auf die Spiele. Und die Quote ist natürlich fern von Gut und Böse. Keine Option. Aber ich freue mich trotzdem drauf, die alle mal also öfter zusammen spielen zu sehen.
es wird viel davon abhängen, glaube ich, wie dann ab der K.O.-Runde die Auslosung ist, das Losglück. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass aufgrund der Konkurrenz in der französischen Liga und jetzt auch in der Champions League-Gruppenphase, da muss man ja mal abwarten, aber wenn dann halt vielleicht ein Liverpool, eins der Manchester-Teams, ein Bayern, ein Chelsea, ein Real Madrid, ein Barcelona ein Gegner ist, dann müssen sie da schon genau bei diesen beiden Spielen performen. Bin ich mal gespannt. By the way, ab dieser Saison ist es ja auch so, dass Auswärtstore nicht mehr so viel zählen, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr extra zählen. Das ist natürlich für eine offensivstarke Mannschaft wie Paris eventuell auch noch ein kleiner Nachteil. Ich finde aber jetzt auch noch, um zu diesem Spiel zu kommen, die Quote mit für einen 2-Tore-Vorsprung von Paris gar nicht mal so verkehrt, weil du hast nämlich eins angesprochen, Paris hat mit Neymar, Mbappé, Messi jetzt auch die Spieler, die von Anfang an auch was zeigen wollen. Die sind ja nicht so zum Spaß zusammen, sondern die werden sich dabei auch was gedacht haben und dann wollen sie bestimmt auch die Gegner zerlegen. Und wenn du ein Team jetzt schon mal am ersten Spieltag zerlegen kannst, dann, so leid es mir tut, ist es der FC Brügge. Deshalb glaube ich hier schon auf ein 3-0, 4-0 und dann könnte man mit einer 1-7er-Quote schon value-haltig arbeiten oder sogar verdoppeln bei minus 2. Finde ich echt okay. Ich weiß, man muss es nicht unbedingt machen, weil es der erste Spieltag ist und weil es schon einen guten Spieltag, einen guten ersten Spieltag erfordert. Es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren, dass sie jetzt auf der großen, dass auf der großen Bühne nicht so gut performen. Ja, dann noch eine andere Option, dass man auf drei Tore geht, wie bei dem anderes Spiel, Dortmund war es, glaube ich. Dann kriegt man mehr oder weniger die gleiche. Also das ist Entschuldigung, da kriegst du mit über 3 Toren 1,78. Also man kann sich auf jeden Fall überlegen. Ich finde es nicht verkehrt. Genauso finde ich es nicht verkehrt, wenn man einfach die Finger lässt und dann zu dem nächsten Spiel schaut. Und da spielen schon mal zwei Namen gegeneinander. Liverpool gegen den AC Mailand. Leider hat Liverpool eine bisschen zu niedrige Quote. Also ich denke schon, dass der AC Mailand jetzt endlich mal wieder zeigen kann, dass sie doch sehr, sehr viel Tradition haben. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir den Kader und die Mannschaft anschaust, das ist jetzt nichts Besonderes im europäischen Vergleich. Wir haben Giroud, der bei Frankreich immer nur auf der Bank saß oder bei Chelsea nicht zum Zug kam. Und der ist schon der Beste von denen. Und bei Liverpool, klar, die braucht keiner nennen und vorstellen. Die sind schon wer. Und ist halt die Frage, letztes Jahr war halt so ein bisschen Tal bei Liverpool, ob sie sich da wieder so ein bisschen rauskämpfen, glaube ich schon. Ich glaube, dass Liverpool schon an einem guten Tag oder einem normalen Tag eigentlich eine Klasse besser sein müsste als Mailand. Aber es ist die Quoten geben das nicht so wirklich her, um attraktiv darauf zu wetten, weil auf der anderen Seite hat Liverpool sie auch gegen Salzburg letztes Jahr, glaube ich, schwer getan oder so. Also das hat der AC Mailand dann vielleicht auch einen sehr guten Tag im Kreuz, dass sie da was reißen. Liverpool hatte ja zumindest eine solchen erste Jahreshälfte. Man darf aber nicht vergessen, dass sie dann doch 6, 7, 8, 9 Spieltage vor Schluss doch nicht mal im Euroleague-Tabellenplatz waren. Also da waren sie nur 7. oder 8. und haben eigentlich jedes Spiel gewinnen müssen, haben das auch getan und sind am Ende noch in die Champions League gekommen. Also man sollte die auf keinen Fall unterschätzen und momentan sind sie auch ex-equo nach 4 Spieltagen mit den anderen Teams auf der ersten Tabellenposition unentschieden gegen Chelsea gespielt. Das habe ich sogar gesehen. Schaue eigentlich nicht so viel englischen Fußball an, weil wo willst du die Zeit hernehmen? Aber das hat schon Spaß gemacht. Also beide Teams waren da ganz gut dabei. Ja, Havertz hat das erste Tor geschossen. Ne? Ganz genau. Und zu Chelsea haben wir gestern schon geredet. Da finde ich, mit Lukaku haben die auch nochmal einen richtig geilen Sturm verpflichtet und sind damit besser aufgestellt als wir mit Werner. Ich glaube, das braucht man nicht großartig diskutieren. Inter Mailand gegen Real Madrid. Ich glaube, dieses Spiel haben wir doch letztes Jahr schon erfolgreich in einer Wette umgemünzt. Und was erwartet uns denn dieses Jahr? Inter Mailand hat keines genau der letzten... Genau das gleiche. Okay, dann komme ich gleich zu der Quote. Es fängt schon mal damit an, dass Inter keines der letzten 3 Spiele gegen Real gewonnen hat.
Und die Quote, sie sind der Quotenfavorit, okay. Dann ist doch hier schon mal mit Madrid einer Dreierquote das sehr, sehr spannend. Und weil wir ja relativ vorsichtige Tipperlinge sind, gucken wir jetzt bei Asian Handicap mit dem Asian Handicap 0, also Draw No Bet. Gibt es immer noch einen Verdoppler auf Real? Okay. Oder X2, also Unentschieden, oder Sieg Madrid, eine 1-6-4. Oder Radek, ist jetzt Inter fällig für den Sieg? Ich bin da fast vor Langeweile eingeschlafen, weil jedes Jahr irgendwie das Gleiche. Gell? Die Buchmacher überschätzen Inter Mailand so wahnsinnig krank und irgendwie denken alle, die Zeiten von Real Madrid sind vorbei. Klar, sie sind nicht mehr so die jetzt jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber sie spielen nach wie vor darum mit. Sie haben immer noch eine unfassbar geniale Mannschaft und also diese Asian Handicap 0 auf Real, dass du mit irgendwie 2 irgendwas kriegst, diese Gänsehaut pur. Ich habe sogar eine Wette auf Asian Handicap minus 1 auf Madrid mit einer 5,5 abgeschlossen. Weil, ja, mein Check Inter Mailand. Also bitte. Wir sind dann auf jeden Fall etwas vorsichtiger hier und zusammen machen wir eher das Asian Handicap 0 auf Real Madrid für den Verdoppler. Und schauen mal, was sie dieses Jahr auf den Rasen zaubern. Dann geht's weiter mit einem Team, um das ich mir echt Sorgen mache. Leipzig hat gegen Mainz verloren. Leipzig hat gar keinen Stich gegen Bayern München gehabt. Und jetzt geht's gegen Man City, die auch sehr, sehr stark in die Saison gestartet sind. Also da, glaube ich, müssen wir uns jetzt nicht wundern, wenn es eine deutliche Favoritenquote auf Man City geht. Da könnte man sogar sagen, hat Value, zumindest wenn du die ersten 4 Spiele von Leipzig in der Bundesliga hernimmst, dann muss man eigentlich all-in auf Man City gehen. Oder können die in der Champions League nochmal ein anderes Gesicht zeigen? Ach, ich finde das nicht so schlecht, was Leipzig gespielt hat gegen Bayern. Die haben schon ihre Chancen gehabt. Die haben auch mehr Ballbesitz sogar gehabt als Bayern. Die haben halt natürlich in der Abwehr hat Bayern also auch das sehr, sehr gut, also im Angriff hat Bayern das sehr, sehr gut gemacht und die Chancen einfach effizienter genutzt. Das Ergebnis war natürlich dann dementsprechend zu hoch, weil wenn du Leipzig dann halt gleich nach der Pause dann so das 2-0 fängst, dann noch dazu das 3-0, das auch so krass gut herausgespielt war, dann, ja klar, dann ist das Spiel gelaufen. Und also ich würde das jetzt gar nicht so schlecht sehen, weil es halt wirklich auch eine Weltklasse-Mannschaft, aber das ist ja auch Manchester City leider Gottes. Also klar ist Leipzig hier der krasse Außenseiter und hier irgendwas in Richtung Leipzig zu wetten, würde ich auch nicht tun. Auf Manchester City jetzt zu gehen oder in Leipzig zu unterschätzen, liegt mir jetzt aber auch fern. Also da wird die Quote für City ein bisschen zu niedrig. Nichtsdestotrotz, mal schauen. Dann, das weiter. Dann kommen wir jetzt zum laut deinen gemunkelten Wort auf der Straße zum besten Team der Welt in diesem Jahr. Benfica Lissabon ist es nicht. Es ist auch nicht Ajax Amsterdam. Es ist Sporting Lissabon, die Grün-Weißen hier. Die haben so Transparente im Stadion, bester Club der Welt. Und auch irgendwie im portugiesischen Fernsehen läuft halt dann immer so beim Sportfernsehen halt immer, dass die Fans halt natürlich diesen Club lieben und hypen. Und man darf gespannt sein, was sie reißen. Also wenn ich jetzt hier nicht in Portugal wäre und das so mitbekommen hätte, würde ich sagen, mega Value auf Ajax, weil Sporting ist ja jetzt ein sehr kleiner Club, so verglichen mit Ajax Amsterdam. Und Ajax hatte ja auch letztes Jahr schon auch sehr gut in der Champions League mitgehalten und deswegen sehe ich die schon hier favorisiert und dafür ist die Quote auf Ajax relativ hoch. Asian Handicap 0 würde mir hier ganz gut gefallen, aber ja, vielleicht haben auch die Fans hier wirklich recht und Sporting ist so gut, wie die sagen.
Ja, was machen wir jetzt? Mich hätte nämlich auch jetzt gesagt, ohne deinen Fan-Einfluss, Ajax, Asian Handicap 0, finde ich sehr, ja, sehr cool. Also ich glaube, wir passen einmal kurz zusammen. Fakt ist, wir freuen uns auf diese Champions League. Wir freuen uns, dass jetzt auch dann schon der erste Spieltag rum ist und wir sind dann ein bisschen klüger. Aber unsere Wetten in dem Spieltag sind der Sieg von Schachtar Donetsk bei Tiraspol, wo man nochmal gucken muss, wo liegen die eigentlich. Wer möchte, kann Paris gegen Brügge mit einem Asian Handicap auf Paris tippen, muss man aber nicht. Was man aber dann schon eher machen kann mit Value ist Asian Handicap Draw No Bet auf gut Deutsch, Englisch auf Real Madrid und dann noch das gleiche auf Ajax Amsterdam. Bei Madrid gibt es einen Verdoppler, 2,14 ungefähr und bei Ajax immerhin 1,81 und Geld zurück bei Unentschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hoffen, dass es von euch viele Kommentare gibt, denn auch darunter oder unter anderem dafür machen wir den ganzen Spaß. Bis zum nächsten Bundesliga-Spieltag. Oddspedia, the Sports Betting Community.